Hallo zusammen und willkommen in Schottland. Zehn Tage Schottland Roadtrip, in diesem Fall mit dem gemieteten Campervan, den es am Anfang erst einmal hieß, ordentlich zu bestücken und zwar mit all dem, was man für 10 Tage Roadtrip benötigt. Und nachdem das vollendet war, hieß es auf zur ersten Etappe. Fertig gepackt, es geht auf, ihr Lieben, es geht auf Richtung Schottland. Jetzt liegen erstmal ungefähr 800-900 Kilometer Wind bis Dunkirchen, da fährt nämlich unsere Fähre. Und wir sind gespannt, denn sind wir im Zeitplan, es ist kurz vor 16 Uhr, wir sind ein bisschen spät dran. Unsere Fähre geht nämlich um 6. Ja, morgen früh, 6 Uhr, wir müssen 2 Stunden vorher da sein, aktuelle Fahrzeit 10 bis 12 Stunden. Naja, es wird wieder mal eine knappe Geschichte, aber ob wir es schaffen oder nicht, das finden wir zusammen raus. Auf gingen sie also, unsere Reise, unser Roadtrip nach Schottland, auf zum ersten Zwischenstopp. Denn es hieß, zum Fähranleger zu kommen. Wir haben uns entschieden, mit der Fähre nach England überzusetzen und haben uns hier für den Fährhafen Dunkirk entschieden. Hier ein kleiner Tipp, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann bucht am besten ein Flex-Ticket. Das Flex-Ticket ermöglicht es euch, eine Fähre vor gebuchtem Termin und auch natürlich eine Fähre nach gebuchtem Termin nehmen zu können. Denn gerade bei solch langen Anfahrten, 900 Kilometer, 10 Stunden, kann es sein, dass vielleicht mal unvorhergesehen ein Stau oder vielleicht sogar ein Unfall auf eurer Strecke liegt. Und dann wäre es natürlich fatal, wenn ihr eure Fähre verpasst. Wir hatten Glück, konnten entspannt die Nacht durchfahren und waren rechtzeitig am Fährterminal. Dünkirchen, nach nur 10,5 Stunden inklusive Tankstopp, sind wir jetzt schon hier quasi am Fähranleger. Ziemlich gut durchgekommen, muss ich sagen. Ja, wir haben ja mit mehr Stau gerechnet. Wir haben jetzt noch gute 2 Stunden Puffer, bis nachher irgendwann die Fähre geht. Also ja, hat gut funktioniert. Toll, muss ich ja sagen, wenn du im Camper unterwegs bist, also haben wir jetzt mal auch mal nett reingeguckt. Ne? Machen Sie mal hier auf, machen Sie mal da auf, machen Sie mal hier die Klappe auf, kann ich noch mal gucken, darf ich aus der Toilette trinken. Also wir haben schon sehr intensiv hier mal nachgesehen. Aber alles in Ordnung, ja, alles super nett. Muss man auch dazu sagen, machen ja auch alle nur ihren Job. Ja, ich bin gespannt. Es ist sehr, sehr windig, ihr Lieben. Es ist sehr, sehr windig. Hier beim Zoll, ich blätter euch das mal ein, an der Schranke hat man es sehr, sehr schön gesehen. Ja, mal gucken. Ne? Also letztes Mal hatten wir über den Kanal rüber tatsächlich super ruhige See. Ich bin gespannt, wie jetzt tatsächlich die Überfahrt wird. Wie gesagt, wir werden vielleicht versuchen, jetzt noch ein halbes Stündchen mal ein bisschen zu schlummern. Denn für uns geht's weiter. Also wir machen jetzt nicht irgendwie gleich Rast. Für uns geht es nämlich weiter, weil wir nämlich drüben sind in England, in UK. Dann wollen wir ja als allererstes, weil wir machen wieder so einen kleinen Schlenker. Wir fahren als allererstes zu Clarksons Farm, auf den Farmshop. Ja, meine Frau freut sich schon, ich auch. Wir werden dort mal ein bisschen einkehren, mal Kleinigkeiten wieder mitnehmen. Ne? Aber das muss halt einfach sein, wenn wir auf dem Weg nach Schottland sind. Dann fahren wir bei Clarksons Farm vorbei, ist doch ganz klar. Ja, großer Fan natürlich auch der gleichnamigen Serie. Ja, und dann geht's weiter nach Schottland. Und in Schottland, dann werden wir am Abend schon den ersten Stellplatz dann mal anlaufen. Und ich glaube, da werden wir mal ein paar Stündchen die Augen zumachen. Tja, ich bin gespannt auf die Überfahrt. Und dann sehen wir uns wieder in UK, ihr Lieben. Bei der Überfahrt nach England kann es natürlich auch schon mal etwas rauer zugehen. Wobei man natürlich sagen muss, dass moderne Fährschiffe und moderne Schiffe im Allgemeinen natürlich auch mit solch rauer See gut umgehen können. Allerdings hätte ich auf diesem Schiff wohl nicht meine Überfahrt antreten wollen. Die gute Nachricht, je dichter wir Richtung England kamen, desto besser wurde das Wetter. Die Wolken waren verschwunden und blauer Himmel begrüßte uns in England. Zweieinhalb Stunden und da sind wir schon in Dover. Seegang war ordentlich. Also ein bisschen so, ja, wenn du von der Ostsee kommst, war das nicht viel. Also ja, ein bisschen hat es geschwankt, ne? So ein kleines bisschen.
Ja, aber jetzt sind wir da. Wir haben schon Anleger hier festgemacht, warten jetzt, dass wir losfahren können. Und dann heißt es für uns, wie spät haben wir es denn jetzt hier? Oha, 7:45, ne? Mhm. Also sogar pünktlich, ne? Mit Gegenwind die Fähre. Dann heißt es für uns nochmal 3 Stunden Fahrt bis Clarksons Farm. Wetter, englisch, schottisch, oder? Mhm. Es ist bewölkt. Ja, zwischendurch hat es immer mal wieder so ein kleines bisschen geregnet. Aber wir hoffen das Beste. Also, wir sehen uns gleich wieder auf Clarksons Farm. Herunter von der Fähre heißt es dann Linksverkehr. Zum Glück werdet ihr in den meisten Fällen direkt auf ein Stück Autobahn geleitet, um ins Landesinnere zu kommen. Das gibt euch Zeit, euch natürlich an den Linksverkehr zu gewöhnen, bevor es dann auf die etwas engeren, kleineren Landstraßen geht. Unser nächstes Ziel: Clarksons Farm in der Nähe von Chipping Norton. Eine kleine Farm, ein kleiner Hofladen irgendwo im Nirgendwo, zu dem sich normalerweise wahrscheinlich niemand verirren würde. Aber da es sich hier um den Farmshop von Jeremy Clarkson, dem bekannten Fernsehmoderator, handelt, pilgern tatsächlich täglich hunderte Schaulustiger dorthin. Im Grunde rational nur wenig zu erklären, aber auch wir haben ja als große Fans von nicht nur Top Gear, sondern auch der gleichnamigen Fernsehserie Clarksons Farm jetzt zum zweiten Mal den Farmshop angesteuert. Einfach, um mit Gleichgesinnten dort das zu erleben, was man im Fernsehen bereits gesehen hat. Diddly Squad Farmshop auf Clarksons Farm. Wir waren ja im letzten Jahr, als wir uns auf den Weg nach Schottland gemacht haben, auch schon hier. Denn wir beide, also meine Frau und ich, sind ja große Fans der Serie Clarksons Farm. Kennt vielleicht eine oder andere von euch? Schreibt es mir gerne unten in die Videokommentare. Ja, freut euch auch auf jede neue Staffel. 2 sind ja schon draußen, die 3. folgt. Und aus diesem Grund, weil man natürlich auch durch die Staffeln ja irgendwie mitgenommen wurde, wie ist das Ganze entstanden, haben wir uns im letzten Jahr schon dazu entschieden, wir fahren einfach mal vorbei. Gucken wir uns mal diesen kleinen Hofladen an. Im letzten Jahr waren wir allerdings um 9 Uhr hier, als das Ganze geöffnet hat. Also von 9 bis 16:30 ist hier täglich geöffnet. Wir waren am Samstag hier und es war nett, es war lauschig. Es standen 10 Leute vielleicht vor uns im Laden. Heute sind wir direkt von der Fähre hierher, also 3,5-4 Stunden sind wir gefahren. Und da haben wir allerdings nicht schlecht geguckt, denn der Parkplatz schon voll. Und dann vor dem Laden, der ja quasi wirklich ein kleiner, bei uns heißt das Tante Animal Laden, würde ich fast sagen. Also wenn das 20 Quadratmeter groß ist, dann ist das viel. Standen sage und schreibe, ich habe es mal kurz überschlagen, um die 200 Leute, um da reinzugehen und sich Kleinigkeiten zu holen. Mehr ist es ja gar nicht. Eigentlich sind wir auch aus dem Grund hergekommen, um das Ganze irgendwie zu unterstützen. Ja, was da im Hintergrund läuft, wer die Serie kennt, weiß, Jeremy Clarkson hatte mal irgendwann einen Bauernhof gekauft. Den hat ein Bauer bewirtschaftet, der ist dann in Ruhestand gegangen und Jeremy hat gesagt, der überhaupt gar keine Ahnung von Landwirtschaft hat, hey, kann nicht so schwierig sein, das mache ich doch auch, ja. Aber die Schwierigkeiten kann man ihm sehr, sehr gut in der Staffel verfolgen. Also haben wir gesagt, komm, wir unterstützen das einfach ein bisschen, ja. Ich finde sowas ja genial, ja, so kleine Hofläden direkt vom Erzeuger. Gut, es ist ein bisschen teurer. Ja, auch wir haben das jetzt wieder gemerkt. Kleines Beispiel. Ja, wir haben ein paar Kleinigkeiten gekauft. Ihr seht hier, unser Abendessen ist gesichert. Ja, Jeremy's Beef Sausage. Und vielleicht habe ich mir auch einen Hoxton mitgenommen. Also vielleicht waren auch 12 in der Packung. Aber man kann die nicht rausnehmen. Ja, man muss eine ganze Packung nehmen. Ja, hilft alles nichts. Aber so mal preislich. Honig. Ja, kennt ihr vielleicht so Honig? Bei uns auf dem Dorf, wir haben ja auch einen Imker, der hat nette Bienen, ne? Und der macht den Honig halt selber. Da kostet so ein Glas, was kostet das bei uns? Ist sogar ein bisschen größer, ne? Wenn wir das bei uns immer holen. Ja, was kostet das? 5 Euro, 6 Euro? Hier haben wir, ihr Lieben, 12,80 Pfund. Ich glaube, irgendwie 15 Euro umgerechnet sind das. Das ist schon ambitioniert, oder? Also 15 Euro, aber ist voll, ihr Lieben, voll. Ein kleiner, netter, neuer Kaffeebecher ist für mich auch noch bei rausgesprungen, ja. Und so ein paar Kleinigkeiten halt, ne? Ja. Muss man mögen, ne? Muss man halt wirklich Fan sein. Also hier kommt keiner her, der sagt, ach Mensch, so ein Honig für 15 Euro, den hätte ich wohl mal gerne, sondern es geht hier wirklich einfach nur, ja, das ist das Fanleben quasi. Ja, und das haben wir auch zum zweiten Jahr jetzt mitgemacht. Man sieht es auch, das Ganze ist quasi schon wie so eine Pilgerstätte, ja. Überall haben die Leute sich mit Unterschriften verewigt und so. Und ja, man merkt halt schon, die Leute haben alle gute Laune, weil sie halt wegen der gleichen Sache hier sind. Da ist auch keiner genervt, dass er hier vielleicht 2 Stunden in der Schlange stehen muss. Wenn ihr vielleicht auch mal herkommen wollt, ein kleiner Tipp jetzt aus unserer Erfahrung heraus. 9 Uhr ist eine gute Zeit, auch am Wochenende, weil dann tatsächlich noch nicht so viele da sind. Und wir waren jetzt 11:30 Uhr hier und haben ja das Glück, dass wir mit dem Camper hier sind. Das heißt, wir hatten jetzt nicht so einen Zeitdruck.
haben uns die Schlange von 200 Leuten angesehen und haben gesagt, vielleicht machen wir uns erstmal einen Kaffee, ja. Und haben dann halt den Tag hier ein bisschen verbracht und sind dann um 15.30 Uhr einfach nochmal rübergeschlendert vom Parkplatz zum eigentlichen Hofladen. Und siehe da, ja, eine Schlange war noch da, aber die war überschaubar. Wir haben ja so 15 Minuten, vielleicht waren es auch 20, nochmal in der Schlange gestanden, um halt unsere paar Kleinigkeiten hier mitzunehmen. Aber einfach das ganze Feeling, das drumherum, auch heute, ja, für alle, die die Serie kennen, war zum Beispiel der Lambo Trecker, der eigentlich viel zu groß ist hier für Großbritannien, den Jeremy einfach nur gekauft hat, weil er 4 PS hat und sonst eigentlich zu nichts zu gebrauchen ist, jedenfalls für zu ziemlich wenig. Der war heute hier, haben sie hingestellt, und Caleb Cooper hatte seinen Trecker auch hier geparkt. Ja, also für alle, die Landwirtschaftsfans sind, das musste halt so mitnehmen, ja. Wir werden jetzt allerdings weiter. Unser Plan hat sich ja ein bisschen geändert. Allerdings, und das bereue ich daher nicht dieses Jahr, sind wir mit dem Camper unterwegs. Im letzten Jahr waren wir mit dem Mietwagen, sind dann von Hotel zu Hotel gefahren, teilweise sternförmig dann ausgefahren, haben gesagt, Mensch, im letzten Jahr ein nettes älteres Pärchen kennengelernt an dieser Stelle. Herzliche Grüße. Die waren mit dem Camper unterwegs, ne? Und haben gesagt, Mensch, nee, Camper ist viel entspannter. Und haben gesagt, okay, das probieren wir dieses Jahr auch mal. Und das ist schon die erste Möglichkeit, die wir hier wahrgenommen haben. Denn eigentlich hätten wir heute Abend schon am nächsten Stellplatz sein müssen. Aber müssen ist beim Camper gar nicht so eine feste Größe. Denn wir haben jetzt einfach uns mit dem Stellplatz verständigt und wir hatten eine kleine Anzahlung von 5 Pfund geleistet. Den Rest hätten wir vor Ort zahlen müssen, die restlichen 15 Pfund. Und das war völlig problemlos. Ja, selbst die 5 Pfund kriegen wir jetzt erstattet, obwohl wir heute Abend gar nicht anreisen, sondern wir sind jetzt hier geblieben. Und werden jetzt los Richtung Schottland und dann einfach entscheiden, wie weit kommen wir, und suchen uns dort irgendwo einfach ein nettes Plätzchen, wo wir die Nacht verbringen. Und dann geht es morgen weiter für uns. Erster Spot, vielleicht hoffentlich Wasserfall, ja, steht so ein bisschen auf der Agenda. Und dann wollen wir ja weiter auf die Isle of Skye. Ja. Wir nehmen den kompletten Norden ja von Schottland diesmal mit. Und das ist es eben, was das ausmacht, wenn du mit dem Camper unterwegs bist. Du bist halt wesentlich unabhängiger. Jetzt haben im Vorfeld ja schon einige geschrieben auf Instagram, ja, aber das ist wesentlich teurer. Da würde ich noch gar nicht meine Hand für ins Feuer legen. Denn wir haben natürlich die Kostenaufstellung aus dem letzten Jahr. Und bislang sieht das hier mit dem Camper aber ziemlich gut aus. Ja? Also für den Camper. Ja, du bist unabhängiger, wenn es mit dem Preis noch besser wird. Ja, werden wir sehen. Du musst natürlich ein bisschen vorab planen. Stellplätze auf den letzten Drücker. Ja, es haben natürlich viele entdeckt, dass Camping auch mit dem Caravan natürlich Vorteile bietet. Ja, so wie wir auch. Das heißt, ein bisschen mehr musst du vorab planen. Aber im Grunde problemlos möglich. Das heißt, wir werden jetzt weiter. Wir wissen noch nicht, wo es uns heute hin verschlägt, beziehungsweise wo wir dann heute entsprechend die Nacht verbringen. Wir werden mal gucken, wie weit wir kommen, wie fit wir noch sind. Wir haben ja doch schon ein paar Stunden, stecken uns ja schon in den Knochen. Ja. Aber das ist das Gute. Ja. Du hältst dann einfach irgendwo an. Es gibt ja genug Rastplätze, Raststätten, wo du hier stehen kannst, und dann verbringst du da die Nacht. Ist ja autark, so ein Camper. Das ist ja das Gute. Ja, ich finde immer mehr Gefallen daran. Wir werden sehen, wo es uns hin verschlägt, und ihr könnt uns dabei begleiten. Die Urlaubskasse etwas minimiert, hieß es dann also weiter auf unseren Roadtrip durch Schottland. Genau genommen waren wir ja noch gar nicht in Schottland, deshalb waren wir fest entschlossen, die Kilometer 450 waren es bis zum nächsten Spot, möglichst auch in dieser Nacht abzuspulen. Da wir uns am Nachmittag ja ein bisschen ausruhen konnten, war das auch trotz des guten schottischen Wetters im Grunde dann letztlich kein Problem, sodass wir am nächsten Morgen bereits unsere Tour am ersten Spot starten konnten. Ah, guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen in Schottland. Nachdem wir ja gestern Abend noch einige Stunden im Camper verbracht haben, und zwar auf der Landstraße, damit wir endlich nach Schottland kommen, sind wir heute an unserem ersten Spot angekommen. Natürlich, was darf nicht fehlen am frühen Morgen? Ein Kaffee. Und das ist ja das Gute, du bist unabhängig in so einem Camper. Aber jetzt werden wir erstmal los, denn wir sind quasi ja schon vor Ort bei Cleverock Castle. Eine alte Burgruine, die tatsächlich schon von hier aus, ich kann sie nämlich schon sehen, sehr, sehr interessant aussieht. Ob wir tatsächlich auch ein interessantes Foto kriegen, das finden wir jetzt zusammen raus. Aber erstmal lasse ich mir meinen Kaffee noch ein bisschen schmecken und natürlich die tolle Aussicht. Musik.
Caleverock Castle, wenn auch eine Burgruine, doch sehr gut erhalten. Und zwar eine Burgruine in der Region Dumfries. Sie liegt ungefähr 13 Kilometer südöstlich von Dumfries, ziemlich dicht an der B725, also auch mit dem Auto gut zu erreichen. Der Grundstein für die Burg wurde bereits um 1270 gelegt und sie ist die einzige dreieckige Wasserburg in Schottland. An der nördlichen Ecke befindet sich das Torhaus, das aus einem Doppelturm besteht. Die Burg ist komplett von einem Wassergraben umgeben und wurde nicht, wie viele andere Burgen, auf einem Felsen errichtet. Caleverock Castle, ihr Lieben. Ich habe mir schon mal ein paar Fotos jetzt hier angesehen, die wir hier gerade gemacht haben. Tatsächlich ein schönes Ausflugsziel, kann man mitnehmen. Das Wetter war jetzt typisch schottisch. Ja, eben waren wir noch los, ganz motiviert mit dem Rucksack und in der nächsten Sekunde standen wir im Regen. Und genauso schnell, wie es angefangen hat zu regnen, war es dann wieder weg. Ja, heißt ja nicht umsonst, wenn dir in Schottland das Wetter nicht gefällt, warte 5 Minuten, dann gibt es auf jeden Fall ein anderes. Das konnten wir jetzt hier so miterleben. Ein schöner Ausflugsspot und vor allem quasi ein 2-in-1-Spot. Denn vom Parkplatz aus sieht man die eigentliche Burgruine, die leider im Moment geschlossen ist. Wir hatten uns ja ein bisschen drauf gefreut. Im Netz steht es leider auch noch so, dass man das Ganze besichtigen kann. Aber aktuell sind Bauarbeiten und sie haben so ein bisschen Angst, dass vielleicht das ein oder andere Steinchen herunterfallen könnte. Also im Grunde steht, es ist einsturzgefährdet und deshalb aktuell kein Betreten möglich in die Burgruine. Bisschen schade, ne? Von außen sieht es schon gut aus, aber ja, hätten wir gerne mal reingeluschert. Und kleiner Tipp noch, wenn man ein bisschen links vorbeigeht, dann gibt es natürlich keine Ruine, sondern es gibt quasi ja noch so ein paar Grundsteine und zwar von der ersten Burg. Also die erste Version war ein bisschen anders. Wenn ihr davor steht, links geht ein Weg lang, einfach folgen, dann kommt ihr genau dahin. Das war's, unser erster Spot. Für uns geht's jetzt weiter. Wir haben jetzt nämlich nochmal 2 Stunden Fahrt. Es geht weiter in den Norden. Wir haben uns noch einen tollen Wasserfall herausgesucht. Allerdings müssen wir an dieser Stelle schon dazu sagen, wir wissen noch nicht so richtig, ob wir ihn finden werden. Es ist ein bisschen versteckt, ein bisschen abgelegen, aber wir tun unser Bestes. Das heißt, Kamera packe ich jetzt weg und dann geht's weiter. Weiter zum nächsten Spot, einem hoffentlich grandiosen Wasserfall. Weiter ging es also für uns bei bestem schottischen Wetter und zwar in die Nähe von Glasgow. Dort befindet sich der Glen Park. Ein bisschen verwundert waren wir, dass offensichtlich wir fast die einzigen waren, die hier diesen Park besuchen wollten. Aber nichtsdestotrotz war natürlich dann umso mehr Platz, um unseren Camper abzustellen. Und dann ging es los in den Glen Park mit der Hoffnung auf ein hoffentlich schönes Fotomotiv, einen Wasserfall. Nächster Stop, Glen Park in der direkten Umgebung von Glasgow. Nachdem wir uns jetzt hier mal durch den Stadtverkehr gewühlt haben irgendwie, sind wir jetzt angekommen. Netter kleiner Parkplatz, ist ziemlich gut ausgeschildert. Der letzte Weg dahin, da muss man schon mal vielleicht den einen oder anderen Gang ein bisschen runterschalten mit dem Wohnmobil. Ist ja doch eher ein bisschen anspruchsvoller. So, und jetzt heißt es, ein Viertelstündchen die Natur genießen. Und zwar einen gut ausgeschilderten Wanderweg bis hin zum Wasserfall. Und da bin ich tatsächlich mal gespannt. Mir ist im Auto aufgefallen, ich habe mich gerade auch mit meiner Frau darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, also generell in England, das muss man jetzt wirklich mal ansprechen, sind die Autofahrer rücksichtsvoller. Zumindest was die Autobahnen angeht, oder? Also das ist so quasi, als wäre das Gedankenübertragung. Du fährst auf der linken Spur, dreispurig Autobahn, dann sehen die, du fährst ein bisschen dichter an den vor dir fahrenden LKW zum Beispiel, dann machen die automatisch Platz. Du blinkst, sie machen Platz. Ja, nicht wie in Deutschland. Nein, ich fahre hier auf meiner Spur. Ich habe überhaupt gar nicht Platz gemacht. Kannst du fahren, ist mir völlig egal. Ja, also das ist ja wirklich manchmal ein Problem. Ne? Oder Lichthupe, habe ich hier noch nie gesehen, Lichthupe, außer zum Dank und zum Bitte sagen. Ja, also lieber Engländer, dickes Lob von mir. Ja, muss man auch mal ansprechen. Hast also keine Probleme, wenn du auch mal ein bisschen größer unterwegs bist, wie mit dem Wohnmobil, dass sich die Leute reinlassen. Ja? Das funktioniert hier super. Ja? Das würde ich mir manchmal in Deutschland wünschen. Ja, ein bisschen weniger Verbissenheit. Ja? Dann läuft es auch im Straßenverkehr.
Einige Weggabelungen später und Treppen weiter war dann ein leichtes Tröpfeln zu vernehmen, und zwar aus einem Bachlauf. Leider weist solch ein Tröpfeln im Grunde aber auch darauf hin, dass wohl wenig Wasser vorhanden ist und ein tosender Wasserfall wohl eher nicht zu erwarten war. Und da sind wir, ihr Lieben, am, sagen wir, Wasserfall. Ich war erst ein bisschen enttäuscht, als ich um die letzte Biegung herum gebogen bin und gesehen habe, ist vielleicht eher so ein Tröpfelfall, ne? Aber jetzt hier unten sieht das Ganze schon anders aus. Man muss es ja auch immer durch eigentlich den Blick deines Objektives sehen. Ziemlich genial. Ich habe es 15:35 jetzt drauf. Und wenn wir hier vorne rangehen, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier ist natürlich Wasser, ne? Hat sich so eine kleine Pfütze gebildet, möchte ich es mal sagen. Aber wenn du dann im richtigen Winkel, ich habe mich jetzt auch fürs Hochkantformat entschieden, hier hochfotografierst, sieht das ziemlich spektakulär aus. Zwei kleine Tipps kann ich euch geben. CPL ist hier natürlich Muss. Ich zeige euch mal, wie es aussieht, wenn ich den CPL ausgedreht habe. Ja. Dann hat man gerade in dem Bereich, wo alles nass ist, natürlich die Reflexion drin. Also CPL rein, mehr Kontrast und Reflexion raus. Und dann ist mir hier natürlich noch ganz deutlich was anderes aufgefallen. Und zwar, wie verkehrt oftmals der automatische Weißabgleich liegen kann. Denn ich hatte am Anfang den automatischen Weißabgleich drin und da ist mir gleich aufgefallen, sieht so ein bisschen blaustichig aus. Also Weißabgleich auf Tageslicht, denn das haben wir ja auch umgeschaltet. Und schon bekommt ihr mit dem CPL natürlich zusammen ein richtig krasses Farbenspiel. Das Grün ist richtig knackig und auch hier unten die Farben, die sind richtig genial hervorgehoben. Schöner Spot, auch wenn es nur heute nicht ganz so viel wasserführend ist, obwohl es geregnet hat. Ne? Es hat ja tatsächlich auch auf der Fahrt hier immer wieder geregnet. Schöner Spot. Ja? Das Ganze hier an der Seite sieht man es auch durch das Moos, tröpfelt so ein bisschen das Wasser runter. Erinnert mich ein bisschen an Madeira, muss ich sagen, an den La Vedas. Da ist es ja genauso. Da hat man ja auch entsprechend diese ganze Struktur. Ziemlich genial. Schön kühl hier, auch eine schöne frische Atmosphäre auf jeden Fall. Lohnt sich definitiv mal herzukommen. Wie gesagt, alle Spots unserer Schottlandreise, wie immer, mit entsprechendem Google-Pin. Das, wenn ihr in der Nähe seid, auch mal vorbeischauen könnt. Aber ich mache jetzt noch das ein oder andere Foto, suche mir noch die ein oder andere Perspektive. Und dann geht es für uns schon weiter. Denn, wir haben ja noch ein bisschen was auf unserer Agenda zu stehen. Aber das ist schon ein ziemlich genialer Spot, ihr Lieben. Nachdem noch einige Fotos im Kasten waren, ging es für uns weiter. Nicht nur zurück zum Camper, sondern auch weiter Richtung Norden. Und dieses Mal als nächstes Ziel gesteckt Loch Lomond. Grandiose Panoramastraßen schlängeln sich am Ufer des Loch Lomond. Er ist mit einer Gesamtfläche von 71 Quadratkilometern nicht nur der größte See Schottlands, sondern der größte See in ganz Großbritannien. Er liegt im Südwesten der Highlands, etwa 23 Kilometer von Glasgow entfernt. Grandioser Blick hier, oder? Loch Lomond, ihr Lieben. Gestern Abend haben wir den Tag ausklingen lassen an unserem Stellplatz mit einer grandiosen Übersicht über diesen See, über das Loch hier in Schottland. Heute Morgen haben wir es ruhig angehen lassen, haben erstmal nett gefrühstückt und sind dann peu à peu verschiedene Aussichtspunkte hier am Loch entlang gefahren. Das ist ja das Gute, es gibt wirklich ausgezeichnete Punkte. Da könnt ihr anhalten, könnt euch vielleicht noch mal ein bisschen ausruhen, wenn ihr eine lange Fahrt hinter euch hattet, oder ihr genießt einfach die Aussicht. Final sind wir jetzt an der sogenannten Holzpyramide. Künstlich errichtet natürlich, quasi ein Aussichtspunkt. Das Ganze nochmal erhöht und dann hast du hier einen Megablick über das komplette Loch und kannst zum Beispiel entweder die Natur genießen oder natürlich auch das ein oder andere Foto machen. Für uns geht es jetzt aber weiter. Wir lassen das Loch hinter uns und wir haben noch eine kleine Planänderung. Denn heute Morgen hat mir der Sascha, beste Grüße an dieser Stelle, über Instagram noch einen Geheimspot geschickt. Und zwar einen Wasserfall. Den hatte ich tatsächlich so nicht mit auf der Tour drauf, aber den werden wir anfahren. Und dann geht es für uns
nach Hause. Aber nicht nach Hause nach Deutschland, sondern nach Hause nach Schottland. Denn meine Frau hat mir nämlich im letzten Jahr hier Grund und Boden übereignet, geschenkt, wie man das so schön sagt. Ja, jetzt überlegt ihr, wie Grund und Boden gekauft. Ziehst du jetzt weg hier? Nein, natürlich nicht. Das Ganze ist eher, ja, wie möchte ich sagen, zum Erhalt eines Naturschutzgebietes. Das steckt nämlich genau dahinter. Das heißt, du kannst eine kleine Parzelle erwerben, kannst auch mehrere Parzellen dann daneben erwerben und sorgst eben für den Erhalt dieses Naturschutzgebietes. Im Übrigen heißt das jetzt Lord und Lady Best, ja, auf Glenkö, glaube ich, so ähnlich heißt das, ja. Also in den Kommentaren dann bitte entsprechend anpassen dann jetzt. Nein, Quatsch beiseite. Ich fand es eine coole Geschichte und wir werden mal versuchen, wir haben natürlich so einen GPS-Pin bekommen, ja, ob wir das auch finden dort, unseren Grund und Boden und wie groß jetzt so ein halber Mann, halber Meter ist. Ja, ich möchte ja auch nicht auf fremdem Boden dann irgendwie stehen. Wir werden es zusammen rausfinden. Jetzt geht es für uns aber erstmal weiter zu dem neu eingeplanten Wasserfall. Aber erstmal, glaube ich, genießen wir noch 5 Minuten hier die Aussicht am Loch Lomond. Es ging also weiter zur Fotospot-Empfehlung, einem Wasserfall. Von der Straße aus gar nicht zu sehen, aber dennoch gut ausgeschildert und vor allem gerade einmal 13 Kilometer vom letzten Spot entfernt. Der Parkplatz überschaubar, der Weg zum Wasserfall fußläufig sehr, sehr gut zu erreichen, ohne Klettern oder sonstige Hindernisse. Und am Wegesrand schon sehr gut zu vernehmen, die tosenden Wassermassen, die ja dann darauf deuten, dass der Wasserfall vielleicht etwas opulenter ausfallen könnte als der letzte. Und genauso war es dann vor Ort. Ein tatsächlich genialer Fotospot, den es sich lohnt zu besuchen. Fotografisch natürlich möglich, sowohl von oben einem Plateau aus zu fotografieren, als auch ziemlich bodennah und damit dann mit entsprechend langer Belichtung und einem CPL-Filter die Fließrichtung des Wassers auf einem Foto sichtbar zu machen. Weiter ging es für uns Richtung Glenkö, weiter hoch in den Norden und zwar ins gleichnamige Naturschutzgebiet Glenkö-Wurt, wo wir unser Naturreservat sichten wollten. Eine kleine Parzelle, die dazu beiträgt, dass ein naturbelassener Bereich auch naturbelassen bleibt. Das Ganze ist etwas unscheinbar, nur durch ein Schild gekennzeichnet am Straßenrand ersichtlich und man muss den Rest des Weges im Naturschutzgebiet natürlich zu Fuß zurücklegen. Angekommen im Naturreservat. Erster Blick hier hinten. Schreck, was haben Sie gemacht? Wo sind unsere Bäume? Was ist mit dem Naturreservat? Aber vorne steht ein Hinweisschild, das muss man sich erstmal durchlesen, denn das Konzept dieses entsprechenden Reservats ist ziemlich genial. Denn in der Industrialisierung Schottlands hat man nämlich zum Beispiel im Landesinneren nur Bäume angebaut, die schnell wachsen, im Grunde eigentlich gar nicht heimisch sind, sondern einfach nur Ertrag bringen. Und das versucht man jetzt hier rückgängig zu machen, indem man das Ganze einmal rodet. Ihr seht es auch hier, das wird auch nicht alles weggebracht, sondern es bleibt wirklich auch liegen, damit quasi der Basisstoff geblieben ist, um entsprechend neue Bäume und einheimische Tiere hier auch wieder heimisch werden zu lassen. Das heißt, man pflanzt jetzt hier alte Baumarten auch wieder an, damit sich die einheimische Vegetation hier wieder regenerieren kann. Hier sieht es ein bisschen wüst aus. Wir haben ja schon geguckt, quasi unser müsste da irgendwo da hinten. Ja? Meine Frau ist schon mit dem Handy hier dabei. Er hat sich nämlich die Koordinaten, die haben wir ja bekommen. Und wir versuchen mal, doch einen Weg hierhin zu finden. Ja? Es ist nicht so, dass du hier nicht raufgehen kannst, aber da würde ich ja ungern raufgehen. Aber das Konzept, das finde ich natürlich genial, dass man versucht, durch so ein Areal das wieder herzustellen. Und finanziert wird das natürlich durch solche, ja, wir sagen es mal Spenden, ne? Die ja auch wir dann geleistet haben. Also meine Frau, ja, ich nicht. Ich habe das ja bekommen als Geschenk. So, wir versuchen das jetzt mal noch zu finden. Es gibt ja eine Live-Webcam, die man auch besuchen kann. Da sieht es noch aktuell nicht so aus. Also es muss ein bisschen woanders sein. Also ich denke mal hier die Richtung hoch, können wir noch ein bisschen laufen und dann schauen wir mal, ob wir es finden. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden.
Home Sweet Home. Also wir haben es jetzt gefunden, aber auch nur laut unseres Google Pins. Denn, ich zeige euch das mal, ich gehe mal da hinten ungefähr. Ja, da dürfte das Ganze sein. Wir stehen jetzt hier auf dem Weg und wir haben uns auch entschieden, hier zu bleiben. Denn es ist ja ein Naturreservat. Ja. Jetzt dazwischen zu laufen, nur um zu gucken und zu sagen, ja, hier ist es, so wie wir den Mond besiedelt haben. Und die Fahne lassen wir zu Hause. Nein, haben wir jetzt entschlossen, wir gehen da natürlich nicht hin. Nein, ist ganz klar. Das soll auch so naturbelassen bleiben. Das finden wir eine tolle Sache. Und deswegen, ja, versuchen wir mal hier den Blick zu genießen. Ich nehme euch mal unten mit. Ich drehe euch nämlich mal um. Und zwar, guck mal, hier auf den See runter. Ne? Hier werden wir uns jetzt gleich mal hinsetzen. Und da hinten ist mit Blick auf den See. Also man könnte quasi von zu Hause, dritte Etage, auf den See gucken. Würde gehen. Was sagst du dazu? Ja, machen wir. Okay, also nicht in diesem Leben mehr, aber ja. Schöne Geschichte, ihr Lieben. Ich verlinke euch das Ganze mal unten. Ja? Vielleicht wollt ihr das Ganze auch irgendwie ein bisschen unterstützen, so wie wir das getan haben. Dann macht das gerne. So, wir werden jetzt hier uns tatsächlich noch ein bisschen hinsetzen und noch 5 Minuten eigentlich mehr verschnaufen. Nein, hier ist kein steiler Weg, der hier hochgeht. Ein bisschen verschnaufen, die Landschaft genießen, genau. Und dann geht's für uns weiter. Wo geht's denn heute noch hin? Wo wir einen Rastplatz finden. Genau. Ja? Wir haben nämlich schon auf dem Weg hierher. Sind wir ja schon am Skyfall, wo wir letztes Jahr auch waren. Also der Filmspot, James Bond und Q stehen andächtig blickend ja, in den Horizont. Da waren wir ja letztes Jahr schon. Und meine Frau, als wir vorbeigefahren sind, hat schon gesagt, du biegst jetzt hier nicht wieder links ab. Ja? Also ich blende euch das hier nochmal kurz ein aus dem letzten Jahr. Wer vielleicht auch einmal den Drehort von Skyfall besuchen möchte, der folgt der A82 Richtung Glencoe und muss dann auf ein wirklich kleines Schild auf der linken Seite achten, auf dem Glenative steht. Dort abzweigen und einem One-Way-Track durch tatsächlich eine atemberaubende Landschaft folgen. Nicht nur der Spot von James Bond ist hier ziemlich beeindruckend, sondern auch die komplette Landschaft. Es gibt immer wieder Spots, an denen ihr anhalten könnt. Es gibt kleine Wasserfälle, die auch ich genutzt habe, um tolle Fotos zu machen. Und dann heißt es, den richtigen Punkt finden. Denn so richtig findet man keinen direkten Spot, wo man das Foto aufnehmen kann. Das Foto aus dem Film. Das heißt, auch wir sind dann mehr oder weniger durch Vergleichen der entsprechenden Örtlichkeiten und dem Filmbild ja, auf den Gedanken gekommen, den richtigen Spot gefunden zu haben. Und wir haben sie gefunden, ihr Lieben, die Stelle, wo das Foto entstanden ist aus dem James-Bond-Film Skyfall, wo quasi James Bond und M vor ihrem geparkten Auto standen und quasi in diese Schlucht geguckt haben. Es ist eine mega Panoramastraße, ihr Lieben. Ich war auch schon an der Seite, habe immer mal wieder angehalten, habe bei tollen kleinen Wasserfällen hier Fotos gemacht. Ja, also das lohnt sich definitiv hierher zu kommen. Es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, deswegen packe ich euch natürlich wieder die genauen Google-Koordinaten, auch die, die hier sind, wo wir jetzt hier genau stehen, unten in die Videobeschreibung. Oder ich blende euch hier unten ein, ja, je nachdem, was einfacher zu machen ist nachher. Tja, denn an genau dieser Stelle wollen wir natürlich jetzt unser Foto machen. Das heißt, das Auto habe ich hier schon so ein bisschen schräg hingeparkt. Ja, meine Frau stellt sich jetzt gleich hier vorne einmal hin und dann zeigen wir euch live, wie wir das Foto machen. Stell dich schon mal hin. Darf ich genau, du darfst dich schon mal hinstellen. Genau. Ich nehme jetzt 10 Sekunden Vorauslöser, ihr Lieben, und dann machen wir unser Foto. Wir haben das Ganze natürlich so ein bisschen an den Film angelehnt, auch wenn wir nicht so einen tollen Jaguar haben wie der liebe James Bond. Aber ich glaube, das macht nichts. Fürs Foto alleine passt das schon so. So, 10 Sekunden habe ich eingestellt bei mir in der Kamera. 10 Sekunden Vorauslöser. Ich habe ein ISO 100, Blende 8 und dann habe ich eine 50. Sekunde Verschlusszeit, damit nämlich mein Himmel nicht ausbrennt. Zusätzlich oben nochmal ein GND. So, und der James Bond hat ganz lässig die Hände in der Tasche. Ja, und dann fährt ein Auto durchs Bild. Ja, das hat man natürlich. Aber ihr Lieben, wir haben vorhin schon ein Foto gemacht. Und genau das Foto, das zeige ich euch jetzt mal hier. Ja, da waren wir also dieses Jahr nicht mehr. Wir haben auch versucht, jetzt eigentlich zu vermeiden in der Planung, dass wir Spots mitnehmen, die wir letztes Jahr schon hatten. Genau. Ja, dann das macht ja wenig Sinn, immer wieder den gleichen Spot zu fahren. Ist ja, als würde man jedes Jahr in die Ostsee fahren. ja, also das heißt, wir haben uns natürlich für dieses Jahr neue Spots rausgesucht. Ja? Und da bin ich ja noch gespannt. Im Moment, Wetter spielt gut mit. Ne? Es ist so ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen blau, guck mal hier oben. Ja, jetzt ist gerade gut, ne? Perfektes Wetter. Guck mal, so sieht auch hübsch aus, ne? Ja, hervorragend. Also Wetter ist gut, obwohl ich ja auch hier sagen muss, alle 5 Minuten irgendwie musst du einen Scheibenwischer anmachen, weil du gehst vom Regen in die Traufe quasi. Mal regnet es, dann ist wieder strahlender Sonnenschein.
herrlich. Aber hier geht's, ne? An den richtigen Punkten ist aktuell immer die Sonne da. Hast du schön gesagt. Oder? Ja. So, wir werden jetzt die Aussicht genießen und dann sehen wir uns später.